Kurz vor dem zweiten Jahrestag der Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März hat es bundesweit Demonstrationen für einen schnelleren Atomausstieg gegeben. Nach Angaben der Veranstalter gingen bis zu 28.000 Atomkraftgegner auf die Straße. Auf Kundgebungen wie hier in Neckarwestheim kritisierten sie den Weiterbetrieb von 9 Reaktoren in Deutschland, die ungelöste Atommüllfrage und den ihrer Meinung nach mangelhaften Katastrophenschutz an allen Atomanlagen. Zum Abschluss der Computermesse CeBIT haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen, obwohl die Zahl der Besucher in diesem Jahr deutlich zurückgegangen ist. Entscheidend sei die positive Resonanz der Aussteller. Die CeBIT habe sich inhaltlich verbessert und starke Wachstumsimpulse für die Branche gegeben. In Zukunft sollen noch mehr junge Unternehmen auf die Messe eingeladen werden. Außerdem sind mehr Ausstellungsobjekte geplant, die praktische Anwendungen besser begreiflich machen sollen.